einer der mächtigsten Kandidaten. Einer der mächtigsten Sis im gesamten Spiel. Darth Malak möchte ich mir jetzt holen. Er war einmal Darth Revans Schüler, aber er ist jetzt mit einer der mächtigsten im gesamten Spiel. Und jetzt will ich mir die ersten Splitter holen, und zwar komplett auf der hellen Seite. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, heute ist es soweit. Ich habe sehr, sehr lange gearbeitet. Ich habe jetzt wirklich in den letzten Tagen richtig reingeklotzt, damit ich hier vorankomme, damit ich mir die Kandidaten zusammenfarme, giere, was ich brauche, damit ich meinen Darth Revan Darth Malak bekomme. Und es war jetzt, ist jetzt nicht zu knapp. Also, aktuell schaut's so aus. Ich gehe mal in die alte Republik rein. Wir brauchen eine komplett alte Republik. Das ist mein gesamtes Team. Ich habe mich jetzt auf folgende Kandidaten der hellen Seite konzentriert, nämlich der hellen Seite ist Marjedi Ritter Revan, Jodie Bindu, Salbar, den habe ich jetzt auf Ausrüstungsstufe 11 gebracht. Hier fehlen jetzt noch diese zwei Teile, aber die will ich ihm ehrlicherweise jetzt nicht geben. Alles andere hat er. Ich habe ihn jetzt hier. Ob das langt, weiß ich nicht. Effektivität, wie ist der Rüstung? Der liegt nur bei 17%. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen nachschrauben. Das kann sein. Das kann der Fall sein. Mission Veo habe ich auch auf Ausrüstungsstufe 11 bekommen. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, sind ihr, dass ich ihr die Teile gebe. Die möchte ich ihr ehrlicherweise, wenn ich es vom... Obwohl, das könnte ich ihr geben. Das stört nicht. Davon habe ich mehr als genug. Das will ich ihr ehrlicherweise auch nicht geben, nur wenn es wirklich notwendig ist. Und das Gleiche spielt hier, weil diese Betäubungshandschellen würde ich gern für andere hernehmen. Deswegen, das würde gehen, aber deswegen, das ist das Einzige, was ich ergeben könnte. Außer zur Stufe 12 möchte ich sie ehrlicherweise nicht machen. Also jetzt noch nicht, vielleicht später, aber jetzt noch nicht. Ja, Bastila Schal natürlich auch. Und für das Zweite, das machen wir aber heute nicht, das machen wir mit der nächsten Folge. Mit Darth Revan, da fehlt aber noch ein Kandidat, nämlich er hier. Dem fehlen jetzt noch 500. Also, ich habe jetzt die Möglichkeit, ihm entweder das hier zu geben, das gibt knappe 100. Und ihm dann das hier, aber das würde länger dauern. Oder ich mache das hier und vergib ihm einfach das Seta. Und genau das mache ich. So, und jetzt habe ich sie beide soweit. Jetzt sind sie beide so weit, wie sie sein sollen. Die dunkle Seite wird leichter gehen. Das ist sicher. Nur die helle Seite, die ist schwieriger. Und das Schwieriger machen wir am Anfang. Und dann machen wir, schauen wir mal weiter. Also. Genau. Ups, da habe ich, ich sehe das gerade. Da habe ich eine falsche Mod gesetzt. Okay. Wir brauchen einen Angriffsmod. Die hat Tempo. Können wir doch die verpassen. So, verbessern. Slicen. So. Jetzt hat. Okay. So, also, jetzt habe ich ihn soweit, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Nur die Mods habe ich gerade gemerkt. So, und Kasunasi, den habe ich natürlich soweit. Der ist auf 18.500, also, ups, dem fehlt noch wieder mal eine Mod. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Effektivitätsmod. Haben, sagen die Schwaben. Jetzt müssen wir noch schnell Mods farmen.
Ja, sagen wir mal so, ich weiß es nicht. Ich habe nicht vor, es zusammen zu machen. Ich habe vor, das getrennt zu machen. Jetzt schauen wir mal, ob ich damit nicht seine. Ja, eine Effektivitätsmod haben wir bekommen. Das ist jetzt vollkommen egal, was da drauf ist. Hauptsache, wir können ihm was verpassen. So. Einen Moment. Alte Republik. So. Filtern, Effektivität. Genau, eine einzige. Oh, der hat sogar Tempo bekommen. Tun wir mal jetzt. Tun wir nochmal. Nochmal. Ja, lass mal jetzt gut sein. Mehr als Violett machen wir jetzt nicht. So, dann haben wir den auch soweit. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal Bastila Shahn an. Okay. Die können wir lassen. So, also. Genau. Dann probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Da ist er. Aktivität. Diesmal sind sie jetzt alle so weit, wie ich sie haben will. Die einzigen beiden sind die, aber die will ich jetzt nicht. Würde natürlich auch funktionieren. So, ich kann jetzt beide nutzen. Fangen wir an. Also, ich muss natürlich die hier nehmen. Wir setzen da ein bisschen anders. Bastila Shahn. Zack, zack. Okay. Also los. Gut gemacht, Rion. In euch steckt mehr von eurem einstigen Selbst, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ihr während eurer Herrschaft als dunkler Lord je wart. Die helle Seite stärker, als ihr denkt, Malak. Dieses Mal kann unsere Begegnung nur mit dem Tod enden. Ei, eurem oder meinen. Der Sieger wird über das Schicksal der Galaxis entscheiden. Gut, also, mach mal als erstes, zack, einen sofort. Gut, dann. Wir schicken Revan vor. Weil wir müssen die Stacks definitiv unten halten. So, den Rüstungsschredder versuchen wir auf ihn zu platzieren. Jawohl. So, jetzt greifen wir mit Bastila Shahn gemeinsam an. So. Zack. So, jetzt haben wir den ersten. Okay. Nur den. So. Jetzt tun wir weiter hier. So, an dem nächsten ein bisschen arbeiten. Zack. Jawohl. So, jetzt müssen wir da wieder ein bisschen was machen. Das heißt, wir müssen den nächsten Druiden runterballern. Gemeinsam. So. Gut. So. Jetzt tun wir den nächsten. Wir schicken ihn vor. Zack. Schön. So, dann tun wir den jetzt auch mal. Alles schön gleich. So, und jetzt hat wieder einen von den Druiden gemeinsam. Ja, das müsste, glaube ich, wäre sogar sinnvoll, wenn wir beide. So, jetzt hat.
Dass wir ihn ein bisschen erblinden können. So, warte, jetzt tun wir gleich mal nochmal einen, den ein bisschen runterkloppen. Sehr gut. Weil das Ziel ist ja, diese alle gleichzeitig runterzukriegen. Alle gleichzeitig. Also so, die Strategie schaut bei mir folgendermaßen aus, und so soll es eigentlich dann sein, dass man die hier, dass man verhindert, dass er in der Lage dazu ist, die Energie von den gefangenen Jedis oder gefangenen Menschen, je nachdem was es sind, aufzusaugen. Und dadurch macht er sich extrem stärker. Das Wichtigste ist erstmal das hier. Wird dieser Jedi absorbiert, erhält Malik einen weiteren dunkle Einflüssung, bla bla bla. Drei Stapel, dunkle Einflüssung. Hier ist es kritische Trefferimmunität und Verteidigung. Das hier ist Zähigkeit. Ist die Zähigkeit, die erhöht wird. Und was haben wir hier? Einen höheren kritischen Schaden. Wenn ich in der Lage dazu bin, alle gleichzeitig mit einem Schlag platt zu machen, dann ist das Ziel erreicht. Dann ist er, wenn es in sein Enraged geht, was dann passieren wird, dann ist er leichter zu besiegen. So, jetzt muss man einen Druiden jetzt wieder angreifen. So. Nein, immer noch nicht. So, jetzt sind drei weniger. Das wird... So. Das wird verdammt knapp. So, der ist platt. So, jetzt können wir hier den zweiten Schredder setzen. Jawohl. Sehr gut. Okay. So, jetzt hat er wieder einen. Und jetzt nochmal ein bisschen den wieder runterbringen. So, jetzt hat. Jetzt ist er bei 12. Jetzt. Die hier sind schon ziemlich weit unten. Dann können wir den mal in Gelb bringen. Jawohl. Ah, das machen wir jetzt nicht. Jawohl. So. So. Jawohl. Dann den nächsten. Jawohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon langt. Ich müsste das jetzt ausprobieren. Ich glaube es aber nicht, dass der kritische Schaden langt. Deswegen müssen wir jetzt noch eine Runde warten. Jawohl. Dann den hier. Jawohl. Einmal zack. Jetzt sind sie alle schon ziemlich weit unten. Wie gesagt, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Jetzt will ich den. Jawohl, jetzt ist er auf Rot. So. Okay. Das hat jetzt nicht funktioniert. So, jetzt muss der Schredder sitzen.
Das wollte ich verhindern. Das wollte ich verhindern. Jetzt muss ich nochmal ihn angreifen. Wir müssen ihn jetzt ein bisschen... Okay, so. Okay. Drei konnte ich besiegen. Drei konnte ich. Okay. So, jetzt schick mal. So, gemeinsam. Nee. In Rot. So, und jetzt hat... Ah, fast. Fähigkeitenblockade? Nein. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt, komm. Aufs erste Mal. Unmöglich, ich kann nicht besiegt werden. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Die Macht des Lichts wird immer stärker sein als die dunkle Seite. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage, Revan? Hättet ihr mich nicht auf dem dunklen Wege geführt, wie wäre mein Leben wohl verlaufen? Ich bedauere, dass ich euch diesen Weg gewiesen habe, aber es war eure Entscheidung, ihm zu folgen. Ihr habt vermutlich recht. Ich muss die Verantwortung für mein Schicksal übernehmen. Ich wollte der Meister der Sith und der Herrscher der Galaxis sein. Und nun, da mich die Dunkelheit verschlingt, bin ich nichts. Sehr gut. So, damit haben wir den ersten Kampf geschafft. Das ist doch mal richtig geil. So, die nächste Quest ist dann den Erfolg auf dem Weg der hellen Seite haben wir. Okay, liebe Leute. Ja, wie ich gesagt habe, wir machen heute nur die helle Seite. Auch wenn ich es könnte, aber nee, mach mal nicht. Was ich aber noch machen kann, ich habe lange drauf gewartet, ich habe sogar extra noch ein Video, wir werden zum Abschluss heute noch meinen nächsten Gear 13 Kandidaten, Bossk, nämlich Bossk sollte schon lang Gear 13 werden, jetzt hat wir das... Ich habe lang drauf gewartet, ich habe wirklich lang auf ihn gewartet, dass ich ihn endlich zu Gear 13 machen kann. So, jetzt kriegt er gleich die Reliktstufe 1 und damit hat er seinen... Links. So, machen wir auch Reliktstufe 2. Am Ende will ich ihn auf Reliktstufe 4 haben und das ist dann für ihn erstmal ausreichend, aber dafür brauche ich das hier. Aber nachdem ich die Sache nicht habe. Aber trotzdem, er ist endlich Reliktstufe. So soll es doch sein. Ja. Genau. So, was ich jetzt natürlich auch sein kann. Salba verliert. Weil ich ihn nicht zu mir... Mission Veo. Weg mit ihr. Die müssen jetzt raus, weil die brauche ich nicht mehr. Weil hier waren ja nur diejenigen, den einzigen, den ich noch lasse, ist Jolie Bindo, weil ihn möchte ich auf Relikte bringen. Den brauche ich unbedingt noch auf Relikte, weil er, wenn ich mal gegen ein Relikte General Grievous Team antrete, brauche ich ihn unbedingt, damit er so richtig bockstark wird. Und es funktioniert nur, wenn er auf Relikte Stufe 4 bis 5 ist. Also 4 bis 5 soll, muss er sein, damit er wenigstens einigermaßen den Schaden abfedern kann. Ja. Und damit haben wir den ersten Teil abgeschlossen. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem zweiten Teil, wo es darum geht, endlich
Darth Malak freizuschalten. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Wünsche allen einen schönen Tag, macht's gut, Servus, möge die Macht mit euch sein. Und natürlich, wir sehen uns dann definitiv noch im nächsten Video.